die Leitstelle des LSFD. Zimmler, was kann ich für Sie tun? Hallo, Powers hier nochmal. Hallo, ja. Ich habe sie immer noch auf dem Schirm, keine Sorge. Okay. Weißt du, ich habe meine Oma hier eingeschmuggelt. Ich habe sie illegal hergebracht, weil ich nicht die Mittel hatte, sie irgendwie anders herzukriegen. Weil es viel zu lange gedauert hätte, durch den ganzen Papierkram zu kommen. Und fuck. Papierkram ist echt heftig, Mann. Scheiß Fragebögenausfall. Wer schafft denn so eine Scheiße? Meine Oma hat mich großgezogen. Die ist das Liebste, was ich je hatte. Aber die hat mir auch alles beigebracht, was ich auf der Straße kann. Die hat mir beigebracht, wie Autofahren geht. Und heilige Scheiße kann die mit ihren 80 Jahren immer noch Autofahren. Ich habe mich dann so angestrengt, dass ich hier den Twingo kaufen konnte. Und sie hat sich sehr darüber gefreut. Und du sagst an dem Meeting Point, dass er dir peinlicht, da einzusteigen, Mann. Ein echter Mann setzt sich da rein und denkt sich, boah, wenn ich jetzt neben der Lady sitzen würde, würde ich die knutschen oder so. Keine Ahnung. Alter, ich rede einfach nur Blödsinn, damit der da am Boden liegt und ein bisschen RP wenigstens hat. Wenn ich mir das so überlege, wenn du eine Superhelden-Gang gründen willst, sind so viel gefährlichere Männer als wir unterwegs. Wir gehen an die Ersten hin, machen denen eine Ansage und klatschen die uns um. Und dann? Ja, dann stehen wir da. Ungeklatschterweise. Und durch die Pflege meiner Oma bin ich auch nicht so viel vor der Tür, Mann. Eine Ex-Stripperin mit herausgenommenen Plastikimplantaten sieht nackt echt nicht geil aus, Mann. Ich kann mir für jeden Automaten eine neue Ausrede einfallen lassen. Ich kann mich verkleiden, ich kann wer anders sein. Ich bin ein Künstler eigentlich. Im Grunde bin ich ein fucking Künstler. Und du bist in der ganzen langen Zeit der einzige Mensch, der mir wirklich mal zuhört, ohne dazwischen zu quasseln. Aber das kann ich meiner Oma nicht erzählen, diese Gedanken, Mann. Die ist noch OG. Die ist tatsächlich Original Gangster, Mann. Und willst du ein Geheimnis hören? Die Oma gibt's gar nicht. Die ist erfunden. Ich trage eine Latexmaske, fuck. Aber ich krieg von der Polizei, krieg ich für die einen Ausweis. Aber das wird nie einer erfahren. Und du, Elefant, wer, du erzählst ihm das. Du hast gesehen, was abgeht. Ich krieg dich wo und wann immer ich will. Okay, wenn du es kapiert hast, dann sag nix. Und so kriegst du die Leute verarscht, Mann. Oh, da kommt die Doktor. Okay. War nett mit dir zu quatschen. Cool. Schönen guten Abend. Na, Wind. Also. Was ist passiert? Der ist in meine Faust gerannt. Warte, ich nehme erstmal mein Jackett runter. Ja, bitte. Der hat sich langsam kalt angefühlt. Deswegen habe ich auch das Auto neben dran gestellt. Die Nase sieht soweit okay aus. Na, da kriegt man das Auge. Aber das war es ja dann schon. Aber da haben sie gut getroffen. So, ich glaube, den krieg ich schnell wieder. Ach. Das habe ich auch schon probiert. Ganz viel. Hä, aber bei Ihnen klappt das. Gut, wo haben Sie da hingehauen? Was passiert? Ich habe gehört, Sie haben die Bekanntschaft mit seiner Faust gemacht. Oh, nein, wirklich? Ja, scheint schon. Also, Sie. Gott! Nein! Doch! Und der ist immer noch hier. Wie lange war ich weg? 30 Linke Minuten. Wange. Scheiße! Gott. Warum habe ich so ein komisches Mundstück? Haben Sie irgendwie Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit? Weil ich das kürze. Übelkeit. Aber das kommt nicht von der Faust. Wissen Sie, woher die Übelkeit kommt? Oh ja, da muss ich nur in eine gewisse Richtung gucken. Nur weil das Auto da steht, oder was? Willst du mein Auto diskriminieren? Nein, ach ja, genau. Das ist auch scheiße, aber von dem Auto rede ich nicht. Moment, das ist dein Auto? Was? Das ist das von meiner Oma. Von deiner Oma? Ja. Ich verstehe. Du hast mich schon wieder in die Irre geführt. Die ganze Zeit. Das warst du vorher nicht, wa? Dann würden Sie sich meine Hand vielleicht auch einmal kurz angucken. So wie ich das eins. Aua. Ja, am Kleinstruktur. Wie ich mir das vorstelle, könnte er. So, warten Sie mal. Ich mache ihn da mal so ein bisschen Kühlgel drauf. Weil ich über seine Oma sogar gelogen habe. So. Nein, so schlimm ist keiner. So einen kleinen Verband drumherum. Das wäre den zum Superschurke. Bis morgen früh drauf. Dankeschön. So, und das sollte dann gleich, sollte das besser werden. Ich tape einmal kurz das fest. Ja. So, okay. Aber bitte nicht auf die Haare. Nein, ich habe das nur auf dem Verband gemacht. Wunderbar, danke. Wahrscheinlich eh nur eine Perücke. Das mit Haaren, nee, mach ich nicht, tut weh. Gut. Alles klar. Wer übernimmt die Rechnung? Getrennt, Sie bitte. Bei jeder einzeln? Getrennt. Ja. Gut, dann wären das bei Ihnen, wären das... $300? Ja, okay. Und dann bitte einmal unten unterschreiben. Danke sehr. Dankeschön. So, und bei Ihnen, Herr Laser, wären das $750. Bleibt ja von den 2500 ja nicht mehr viel übrig. So, und bitte einmal unten unterschreiben. Natürlich. Dankeschön. Bitte, wenn Sie irgendeinen Streit haben, versuchen Sie miteinander zu reden und das Ganze nicht mit Fäusten zu klären, okay? Reden, das wollte ich. Das wollte ich. Mhm. Ich hoffe doch. Also, brauchen Sie mich noch? Ich hoffe nicht. Ich würde gerne... Können Sie mich irgendwo absetzen oder so?
Ich bin leider kein Taxi. Ich hab einen Einsatz. Auf dem Weg. Ich gehe einfach. Hauptsache nicht. Ich darf jetzt nicht. Ich darf jetzt nicht. Gott, sie sollten auch eine super Schurkin sein, wirklich. Wir haben da noch was zu klären. Du wurdest ein bisschen frech. Noch was zu klären? Ich wurde frech. Ja? Nur leider hast du nicht ganz zu Ende gedacht, denn ich habe den Elefanten wieder. Wo sind? Weißt du was? Ich mach dir da jetzt einfach ein Pimmelbild drauf. Oh yeah. Hey Mule, grüß dich. Folgendes. Ja. Falls ihr Herrn Laser seht. Ja. War heute hier. Ja, falls ihr nochmal vorbeikommt. Ja. Warte mal, du siehst mir vertrauenswürdig aus. Komm mal kurz mit. Ja. Oh, wow. Da, Alter, genau. Du hast genau den falschen Vollidiot. Ja. Moment, wie heißt dein Name? Mein Name heißt Powers. Mein Name heißt Thomas. Thomas Kraus. Okay, aber ich habe einen Auftrag für dich, okay? Falls du Laser sehen solltest. Ja. Ich habe sein Telefon da hinter dem Kästchen versteckt, weil er gesagt hat, ich soll es da verstecken. Aber Ostern war doch schon. Ja, aber er wollte trotzdem seine Eier finden. Hat er ein iPhone? Hat er was? Hat er ein iPhone? Ein iPhone? Ah. Ja. Ich sehe schon, du bist ganz helle. Mhm. Ja. Vor allem von der Hautfarbe. Erzähl mal, was ist jetzt los? Was sei sollen wir jetzt? So neugierig, Mann. Maria, du hast genau den falschen jetzt erzählt hier, ne? Warum? Was sollen wir Johnny sagen? Hast du Johnnys Handy? Ja. Und wo hast du sein Handy versteckt? Vielleicht haben die Nummern ausgetauscht, überleg doch mal. Ja. Wo ist es denn, Thomas? Da hinten, hinter der Ecke, also hinter dem wo war das nochmal genau? Ja. Hast genau den richtigen, ne? Ja, ist jetzt okay, Mann. Sag's mir, wo es ist. Hast du auf dem Boxerheftchen geschlafen, oder was? Alter, was ist dein Problem jetzt? Du bist aggressiv. Beruhig dich doch mal. Ja, du machst mich gerade aggressiv. Was mache ich denn nicht aggressiv? Sag mir, wo sein Handy ist. Dahin. Okay, Lady, die scheinen beide irre zu sein. Ja, genau. Sehe ich auch so. Oh, Schreck. Ich hab mich helfen lassen. Ich bin nicht irre. Hier hinter dem Kästchen, hinter mir. Das ist wichtig, dass er das wiederkriegt. Ja, okay, ich sag ihm das. Wollen Sie noch eine Golddusche haben? Was, eine Golddusche? Ja. Sag mal, was bist denn du für ein Perverser? Mann, da. Schauen Sie doch aufs Plakat. Oh. Verbitte ich mir. Ich bin noch kein Perverser. Alter. Sehr gern geschehen. Ich hab noch eine Frage an Sie. Also, wie heißen Sie überhaupt? Babassa Powers. Power. Was? Aber Lady, du kannst mich auch Bossi nennen. Alter, nee, du redest hier jetzt. Niemals du. Nicht so Lady Mentoso, das gefällt mir gar nicht, mein Freund. Ist das deine Lady oder was? Nein, Mann. Ja, von meinem Freund hier, ne? Ja, aber du brauchst dich hier mein Business nicht anmischen, Alter. Wenn kann ich mich selber verteidigen. So, ja, nämlich. So. Entschuldigung, die Lady ist eine starke Lady. Hör auf, sie zu bevormunden. Die ist feministisch. Ne? Fight the power für die Frauen. Ja. Yeah. Gefällt mir, Alter. Ja, ja. So, nämlich. Ja, Gleichberechtigung ist Schmutz. Frauen an die Macht. So, Mann, Alter. Was? Warte mal. Ja. Hä? Warte mal. Richtig guter Typ. Willst du mich verarschen? Ja. Boah, ich lass mich auch gerne alleine führen und auspeitschen. Sascha, hast du nicht gesagt, alle sind gleich? Sascha, hast du nicht gesagt, alle sind gleich? Männer und Frauen? Das ist Illusion, um euch die Macht zu nehmen, ihr Idioten. Ja. Alter. Ich hatte eine Frage, Herr Powers. Ja, bitte. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Tasha Wang. Tasha Wang. 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 Geh am Ende. Wang. Sie haben ja wirklich Wang G, ja. Sie haben einen wirklich schönen Anzug, aber ja. Mit den Schuhen, das verstehe ich. Also, das habe ich jetzt so strukturell noch nicht verstanden. Hä? Weiß und orange. Das Ach müssen so. Sie auch im Gesamtbild sehen. Ja, genau. Und das sehe ich nämlich nicht. Und jetzt? Ah ja, ich verstehe langsam. Ja, das hat Stil. Ja, genau. Stil, richtig. Das man kann das. Mit dem Anzug, wenn man rennen muss, nicht auch noch irgendwelche Lederschlappen tragen. Ja, das stimmt. Ja, richtig. Also müssen Sneaker her. Und schwarze Sneaker sehen scheiße aus beim weißen Anzug. Also müssen orange her, weil orange in der Maske zu finden ist und in der Krawatte. Und weiße Sneaker sehen jetzt auch scheiße aus? Ja, das sieht so aus wie so ein Bestatter oder ein Doktor. Thomas? Ich möchte etwas sagen aus meinem freien Willen, nicht von Stefane, sondern nur von mir. Okay. Frauen in die Küche. Hä? Oh, wow. Ich bin extra auf die Fresse. Was willst du von mir, Mann? Hallo? Ja, soll ich den anderen übernehmen?
Willst du mich verarschen, Alter? Thomas wird verschont. Ich rubbel dir die Glatze, Boy. Sascha, verpiss dich. Eine Unverschämtheit, der Herr. Sascha. Ja, was? Vielleicht kommt da ja ein Genie raus. Ich hab einen Schlag in die Fresse frei, okay? Alter, mir wird langsam schwindelig. Könnt ihr mal die Richtung wissen? Dankeschön. Sascha, ich hab damit nichts zu tun, wirklich jetzt. Nein, nicht wieder in die Richtung. Verdammt, dreht euch um. Ja, so rum ist besser. Alter, ja, also, perfekt, ich hab perfekt, jetzt, perfekt. Danke. Wir kennen uns jetzt 5 Minuten und du hast mich schon 5-mal beleidigt. Bitte? Sascha. Ja. Ich hab dich doch nicht beleidigt, Mann. Wann hab ich dich denn beleidigt? Nein! Robben ist keine Beleidigung. Nein. Dankeschön. Das bringt doch Glück, oder nicht? Ja. Natürlich. Weil du einfach nicht nichts drauf hast. Weißt du warum? Weil du eine Frau bist. Hast du schon mal gesehen, dass jemand irgendwie von der Prüfung oder so vorher gesagt hat, jetzt erstmal eine Glatze rubbeln? Was? Nee. Hast du eine Kopfbedeckung dabei? Ich hätte meine Lieblingsmaske dabei. Ja, zieh mal auf. Und kommst auch nicht vor den Prüfen. Zieh mal runter. Ich bin hier. Ja. Zieh mal auf. Zieh mal runter. Ja. Ja. Mütze, Glatze, ne? Das war Ja. Kannst jetzt entscheiden oder ich stech dir von der Seite richtig. Was hab ich da gesagt? Ich weiß nicht mehr. Du hast gesagt, Frauen in die Küche. Ja, die Frauen nicht in die Küche. Frauen haben Rechte. Du musst sagen, dass Frauen stärker sind als Männer. Ja, Frauen sind stärker als Männer. Außerdem haben sie die schöneren Brüste. Alter, willst du mich verarschen? Nee. Sag jetzt. Ja, stimmt's oder stimmt's nicht? Außerdem haben sie schönere Brüste. Okay. Das macht man nicht. Siehst du? Was hab ich dir gesagt? Hab ich dir gesagt oder was? Oh yeah. Ja. Oh yeah.